Hier bin ich aufgewachsen. Damals ist Simmering noch mehr Land als Stadt gewesen. Meine Schwester und ich haben eine wunderbare Kindheit hier verbracht. In einem neuen Imagefilm zeigt sich der Kanzler so privat wie nie. Zum ersten Mal gewährt Christian Kern auch einen Blick in sein ganz privates Familienfotoalbum. Wir haben gearbeitet, dass es uns Kindern eines Tages besser geht. Nur einmal hat die Lehrerin gefragt, wer eine Beihilfe für den Skikurs braucht. Ich musste damals aufzeigen. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass wir weniger haben als andere. Ich bin mit meiner Mutter stundenlang durch die Stadt gelaufen, um bei Supermärkten Sonderangebote für Lebensmittel zu kaufen. Zu Fuß, um sich das Geld für den Fahrschein zu sparen. Aber an Herausforderungen wächst man ja und wird zum Kämpfer. Meine große Leidenschaft war der Fußball. Als Kind wollte ich unbedingt Fußballprofi werden. Aber dazu hat es dann leider nicht gereicht. Als junger Mensch sieht man halt manche Dinge ein bisschen anders. Ich bin aufgewachsen mit dem Bruno Kreisky im Fernsehen, der davon gesprochen hat, dass alle Menschen in unserem Land die gleichen Chancen bekommen sollen. Als Vater von vier Kindern berührt mich das bis heute. Als ich in der Volksschule war, hat meine Lehrerin gemeint, ich werde es nicht ins Gymnasium schaffen. Ein Zweier in Deutsch und in Schönschreiben hat sie gemeint, nein, der Junge schafft das nicht. Aber meine Mutter hat damals Berge versetzt, damit ich eine gute Ausbildung bekomme. So für andere da zu sein, was das bedeutet, habe ich erst so richtig begriffen, als ich Vater geworden bin. Nach der Trennung ist mein Sohn bei mir aufgewachsen. Ich habe nachts gelernt fürs Studium und tagsüber für ihn da sein zu können. Das war keine einfache Zeit, aber es war die richtige Entscheidung. Weil darauf kommt es an, gemeinsam durch dick und dünn gehen, niemanden im Stich zu lassen. Das hat sich auch nicht verändert, als ich in der Wirtschaft Verantwortung für 42.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien hatte. Fans des Kanzlers sind begeistert von dem Film und seinem Einblick in sein Privatleben. Die Wertschätzung vor den anderen. Der Stolz, dass die Stärkeren sich um die Schwächeren kümmern. Das müssen wir uns bewahren. Denn miteinander kommen wir einfach weiter.